Hey, willkommen zu einem neuen Video. Drohnen sind heutzutage überall zu sehen. Diese unbemannten Fluggeräte haben uns eine neue Perspektive auf die Welt eröffnet. Sie werden zur Luftaufklärung und für Lieferungen eingesetzt und können Orte erreichen, an die sonst niemand kommt. Allerdings wurden beim Einsatz von Drohnen auch einige erschreckende Dinge gefilmt. Heute zeigen wir euch 20 davon. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Diese Archäologen setzten Drohnen ein, die mit fortschrittlicher Bildtechnologie ausgestattet waren, um alte Dörfer in New Mexico auszugraben. Die Drohnen waren mit Kameras ausgestattet, die Wärmebilder und andere Details aufnehmen konnten, die mit dem bloßen Auge nur schwer zu erkennen sind. Indem sie die Drohnen über archäologische Stätten flogen, konnten die Forscher verschüttete Strukturen, zeremonielle Gruben und andere Merkmale identifizieren, die wertvolle Einblicke in die Geschichte und Kultur alter Zivilisationen bieten. Die Entdeckungen, die mit Hilfe von Drohnen in New Mexico gemacht wurden, haben zu einem besseren Verständnis der alten Pueblo-Gesellschaft beigetragen, die vor etwa 1000 Jahren in dieser Region lebte. Als die Drohnen über das Blue Jay-Gebiet flogen, fanden sie Folgendes. Die Drohne überflog zahlreiche Ameisenhügel und entdeckte schließlich kreisförmige Formationen in der Landschaft. Innerhalb weniger Stunden, eine Aufgabe, die Jahre hätte dauern können, konnte das archäologische Team vor Ort eintreffen und den Ort weiter erforschen. Das 1000 Jahre alte Dorf wurde erstmals in den 1970er Jahren entdeckt und besteht heute aus fast 60 alten Pueblo-Häusern, die alle um eine große Quelle herumliegen. Nummer 19. Erstaunliche Drohnenaufnahmen eines Fahrradfriedhofs in China wurden von einem Mann namens Wu Guiyong aufgenommen. Das Problem liegt in der übermäßigen Produktion von Fahrrädern und der unzureichenden Nachfrage begründet. Der Mann nutzte seine Drohne, um mehr als 15 verschiedene Orte in ganz China zu fotografieren, an denen Tausende von verlassenen, beschädigten und mit Graffiti bedeckten Fahrrädern stehen. Die regenbogenfarbenen Massengräber dieser Fahrräder sind zu einem Symbol für das Scheitern ihres nicht nachhaltigen Geschäftsmodells geworden, das kürzlich in die Kritik geraten ist. In dem Versuch, den Markt zu beherrschen und die Konkurrenz auszuschalten, überschwemmten die Fahrradunternehmen die Städte weltweit mit mehr Fahrrädern, als sie unterbringen konnten. Diese Strategie wurde 2017 umgesetzt und führte zu einem Überangebot an Fahrrädern und zu Problemen für die Städte, die mit dem Überangebot zurechtkommen mussten. Das Ergebnis war der Fahrradfriedhof, auf dem ausrangierte Fahrräder in schlechtem Zustand liegen. Nummer 18. UFOs sind seit vielen Jahren ein Thema der Faszination und Spekulation. Berichte über silberne Kugeln oder metallisch anmutende Objekte am Himmel gehören zu den Sichtungen, die oft mit UFO-Begegnungen in Verbindung gebracht werden. In diesen nächsten Drohnenaufnahmen sehen wir eine silberne Kugel mit einer unmöglichen Geschwindigkeit vorbeifliegen. Und wenn du sie verlangsamst, kannst du sie noch deutlicher sehen. Zeugen beschreiben sie oft als kugelförmige Objekte, die ein metallisches oder reflektierendes Aussehen haben. In der Regel werden sie als stark reflektierend beschrieben, mit einem hellen Silber- oder Metallglanz. Außerdem können diese silbernen Kugeln scheinbar lautlos schweben oder schnelle, unvorhersehbare Bewegungen machen. Ein auffälliger Aspekt ist ihre Fähigkeit, sich mit extrem hoher Geschwindigkeit zu bewegen und Manöver auszuführen, die die Fähigkeiten herkömmlicher Flugzeuge übersteigen. Zeugen haben beschrieben, dass diese Objekte beschleunigen, abbremsen und abrupt die Richtung ändern, ohne dass ein sichtbarer Antrieb vorhanden ist. Das wirft natürlich die Frage auf, wer oder was diese UFOs steuern könnte. Könnten es etwa Außerirdische sein? Was meint ihr darüber? Nummer 17. Dieser Mann flog mit seiner Drohne über Berkeley Castle, einer historischen Burg in der Stadt Berkeley in Gloucestershire, England, und entdeckte eine durchscheinende Gestalt. Berkeley Castle stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist seit über 900 Jahren der Wohnsitz der Familie Berkeley, was es zu einem der am längsten bewohnten Schlösser in England macht. Der Mann behauptet, er habe die Geistererscheinung eines verstorbenen Ritters eingefangen, der noch immer in der Burg spukt. Die Burg ist bekannt für ihre schaurigen Legenden und angeblichen Geistersichtungen. Zu den unheimlichen Geschichten gehört die von der Weißen Dame, die der Geist einer ehemaligen Bewohnerin Lady Alice Berkeley sein soll. Das andere Gespenst soll ein kopfloser Ritter sein, bei dem es sich um den Geist eines königlichen Soldaten handeln soll, der während des englischen Bürgerkriegs enthauptet wurde. Was denkst du, wenn du dir diese Drohnenaufnahmen ansiehst? Siehst du eine gespenstische Gestalt, die einem Soldaten ähnelt, der durch den Burghof läuft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 16. Rentiere sind sehr soziale Tiere, die sich oft in Gruppen oder Herden bewegen. Aber hier sehen wir das ungewöhnliche Verhalten, dass sie in kreisförmigen Mustern laufen.
Ein Grund, warum Rentiere Kreise bilden, ist ihr Schutz. In freier Wildbahn versammeln sich Rentiere, wenn sie mit Wölfen oder Bären konfrontiert werden, instinktiv in einer kreisförmigen Formation, wobei die Erwachsenen einen äußeren Ring bilden und die Jungtiere in der Mitte stehen. Diese Anordnung hilft, Raubtiere abzuschrecken und bietet eine bessere Chance, sie zu entdecken und zu entkommen. Kreise von Rentieren können auch beim Hüten auftreten. Rentierzüchter nutzen verschiedene Techniken, um ihre Herden zu managen und zu bewegen. Eine dieser Methoden besteht darin, eine Kreisformation zu bilden, um die Richtung und Bewegung der Tiere zu kontrollieren. Indem sie die Rentiere einkreisen, können die Hirten sie in eine bestimmte Richtung führen oder sie in einem bestimmten Gebiet halten. An einem bestimmten Punkt, wie hier zu sehen, musst du das Muster jedoch durchbrechen, bevor sie für immer im selben Kreis weiterlaufen. Nummer 15. Unkontaktierte Stämme, auch als isolierte Völker bekannt, sind Gruppen, die wenig bis gar keinen Kontakt zur Außenwelt hatten. Diese Stämme leben oft in abgelegenen und unzugänglichen Gebieten, wie zum Beispiel im Amazonas-Regenwald. Diese Drohnenbilder zeigen einen Stamm von speerschwingenden Kriegern in Brasilien. Sie leben in Hütten, bedecken sich mit roter Körperbemalung und kommen der Urzeit vielleicht am nächsten. Zu den unkontaktierten Stämmen im Amazonasgebiet gehören die Yanomami, Ava, Matzes und Isolados do Alta Envira, die in abgelegenen Gebieten entlang des Flusses Alto Envira leben. Sie sind bekannt für ihre charakteristische Gesichts- und Körperbemalung und dafür, dass sie den Kontakt zu Außenstehenden meiden. Die genaue Anzahl und Identität der Stämme innerhalb dieser Gruppe sind jedoch nicht vollständig bekannt. Das Volk der Yanomami lebt in den Grenzgebieten von Brasilien und Venezuela. Sie sind einer der größten unkontaktierten Stämme im Amazonasgebiet mit einer geschätzten Bevölkerung von etwa 35.000 Menschen. Die Yanomami haben eine tiefe Verbundenheit mit ihrem angestammten Land und sind für ihre einzigartige Kultur bekannt, zu der auch das Gemeinschaftsleben, schamanische Praktiken und die charakteristischen Gemeinschaftshäuser, die Yanos, gehören. Nummer 14. Die Polizei von Derbyshire in England hat kürzlich Drohnenaufnahmen veröffentlicht, die zur erfolgreichen Verhaftung eines Verbrechers führten. Die Drohnenaufnahmen zeigen den Moment, in dem Thomas durch ein hinteres Fenster flieht, um den Beamten zu entkommen, die an der Haustür auf ihn warten. Es gelang ihm, den Polizeihunden zu entkommen und über mehrere Zäune zu springen, aber er konnte der Überwachungsdrohne der Polizei nicht entkommen, die jede seiner Bewegungen aufzeichnete. Dank der Hilfe der Drohne konnte die Polizei den Mann ohne weitere Zwischenfälle festnehmen. Sie fanden ihn im Hinterhof eines Nachbarn, wo er sich versteckt hatte, und dachte, er sei clever genug, um die Polizei zu überlisten. Dank dieser Drohne wurde Thomas schließlich wegen des Besitzes illegaler Substanzen zu 2 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Nummer 13. In den bezaubernden Landschaften von Anshun, China, mit hoch aufragenden Klippen und zerklüftetem Gelände liegen tausende von Särgen, verlassenen Höhlen. Allein in einer Höhle gibt es schätzungsweise über 500 gestapelte Särge. Der örtlichen Legende nach glaubten die alten Stämme, die als Himmelsbestatter bekannt waren, dass sie dem Himmel umso näher waren, je höher sie begraben wurden. So entstand die einzigartige Tradition, Särge an steilen Felswänden aufzuhängen. Erst im 21. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der fortschrittlichen Drohnentechnologie, konnte das ganze Ausmaß dieser hängenden Särge dokumentiert werden. Die Drohnenaufnahmen zeigten ein ausgedehntes Netz von Särgen, von denen einige sogar senkrecht gestapelt waren und in der Luft zu schweben schienen. Einige Historiker glauben, dass diese Luftbestattungen auch als Schutz vor wilden Tieren und Grabräubern dienten. Nummer 12. Die antiken Pucuyo-Brunnen in Peru sind eine bemerkenswerte wasserbautechnische Meisterleistung, die von der alten Nazca-Zivilisation entwickelt wurde, die in der Region zwischen 200 v. Chr. Und 600 nach Christus florierte. Wenn dir ihr Name bekannt vorkommt, kennst du sie wahrscheinlich von ihren berühmten Nazca-Linien. Diese Menschen schufen ein Netz von unterirdischen Brunnen, die Pucuyos genannt wurden, um das Grundwasser in der trockenen Wüstenlandschaft zu erschließen und zu verteilen. Die Pucuyos sind unterirdische Kanäle, die Wasser aus unterirdischen Quellen auffangen und an die Oberfläche bringen. Für den Bau wurden lange Tunnel in den Boden gegraben, die oft mehrere Meter tief waren. Die Tunnel wurden mit Steinen ausgekleidet und sorgfältig geplant, um den Wasserfluss aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass Geröll in das System eindringt. Außerdem wurde in regelmäßigen Abständen Lüftungsschächte gebaut, mit die Arbeiter mit frischer Luft versorgen sollten und die Stabilität der Tunnel zu gewährleisten. Das Netz der Pucuyos war miteinander verbunden, sodass das Wasser von einem Brunnen zum anderen fließen konnte. Was die Nazca-Brunnen so geheimnisvoll macht, ist die Tatsache, dass wir immer noch nicht ganz verstehen, mit welchen Techniken sie überhaupt gebaut worden sind. Nummer 11. Wenn du mit deiner Drohne über Straßen und Bahngleise fliegst, ist das Letzte, was du willst, ein gruseliger Clown mit einem roten Luftballon, der deine Drohne bemerkt. Egal, ob es sich um einen übernatürlichen, dämonischen Clown wie den aus dem Film S handelt oder um jemanden, der als Clown verkleidet ist,
Die Menschen bekommen so oder so Angst. Clowns haben oft übertriebene Merkmale, wie starkes Make-up, knallbunte Kostüme oder übergroße Schuhe. Diese Drohnenbilder können durchaus ein Gefühl des Unbehagens hervorrufen und die Jungs haben versucht, die wahren Absichten des Clowns zu verstehen. Clowns verbergen ihre wahre Identität hinter ihrem Make-up und ihren Masken, was ein Gefühl der Unberechenbarkeit hervorruft und es schwierig macht, ihnen zu vertrauen. Clowns werden traditionell mit Humor und Unterhaltung in Verbindung gebracht, aber das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Zu sehen, wie dieser Clown in Aktion tritt, nachdem er die Drohne entdeckt hat, erhöht sicherlich den Angstfaktor. Was glaubst du, was dieser Clown dort gemacht hat? Nummer 10. Idaho ist einer der Staaten in Amerika, in denen schon mehrfach Bigfoot-Sichtungen gemeldet wurden. In diesem Video behauptet jedoch ein Mann, enorme Bigfoot-Aufnahmen mit einer Drohne gemacht zu haben, die durch ein abgelegenes Gebiet läuft. Vielen Berichten zufolge ist Idaho einer der Lebensräume, in denen Bigfoot häufig beobachtet wird. Wie du weißt, ist Bigfoot eine legendäre Kreatur, die oft als großes, haariges, affenähnliches Wesen beschrieben wird, das aufrecht steht. Es wird angenommen, dass es in Wäldern und Bergen lebt, vor allem in Nordamerika. Der Name Bigfoot leitet sich von den großen Fußabdrücken ab, die man gefunden hat und die oft dem Wesen zugeschrieben werden. Beschreibungen von Bigfoot variieren in der Größe von etwa 5,9 bis 9,8 Fuß, wobei der größte Teil des Körpers mit dichtem Haar bedeckt ist und einen starken und stechenden Geruch verströmt. Diese Kreaturen sind dafür bekannt, dass sie schwer zu fassen sind und oft versuchen, vor den Menschen zu fliehen oder sich außer Sichtweite zu halten. Könnte das auch in diesem Video der Fall sein? Und denkst du, der Bigfoot hat die Drohne bemerkt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 9. Während des Zweiten Weltkriegs wurden zahllose Bomben auf Städte und Dörfer in ganz Europa abgeworfen, auch auf das Vereinigte Königreich. Viele dieser Bomben explodierten jedoch nicht beim Einschlag und blieben jahrzehntelang vergraben oder versteckt. Dies ist eine von ihnen, die bei Routinearbeiten entdeckt wurde. Wenn eine nicht explodierte Bombe gefunden wird, ergreifen die Behörden in der Regel sofort Maßnahmen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. In diesem Fall mussten 2600 Häuser evakuiert werden, damit die Bombe sicher gesprengt werden konnte. Viele Anwohnerinnen und Anwohner berichteten, dass sie die Explosion in der ganzen Stadt spürten. Einige kamen zurück und fanden ihre Häuser mit beschädigten Wänden, Fenstern, Türen und sogar Dächern vor. Einige Häuser wurden sogar für unbewohnbar erklärt. Drohnenaufnahmen hielten den schrecklichen Moment fest, als die Bombe absichtlich gezündet wurde. Einem Experten zufolge hinterließ die Explosion einen Krater, der so groß war, dass drei Doppeldeckerbusse darin parken könnten. Nummer 8. Schaufensterpuppen, die wie lebensechte, aber leblose Figuren aussehen, spielen eine interessante Rolle in der konsumorientierten Welt. Diese menschenähnlichen Modelle sind ein unverzichtbares Werkzeug für viele Menschen, von Merchandisern über Modedesigner bis hin zu Filmemachern. Trotz ihrer Alltäglichkeit stehen sie im Mittelpunkt einer ungewöhnlichen Geschichte in einer abgelegenen Gegend von Lincolnshire, Großbritannien. Der englische YouTuber Tom Scott hat mit seiner Drohne rund 25.000 Mannequin-Figuren auf dem Mannequin-Grundstück aufgenommen. Mannequin ist ein einzigartiges Projekt, bei dem abgenutzte Arme, Beine und Torsi von Schaufensterpuppen wiederbelebt werden. Es sieht ziemlich unheimlich und seltsam aus, so viele Schaufensterpuppen auf einmal zu sehen. Findest du nicht auch? Nummer 7. Die Waldbrände in Portugal im Jahr 2017 waren verheerend und ereigneten sich hauptsächlich im zentralen Teil des Landes, insbesondere in der Gemeinde Pedro Gão Grande. Sie begannen am 17. Juni 2017 und wüteten mehrere Tage lang, was zu erheblichen Verlusten an Menschenleben und großer Zerstörung führte. Die Brände wurden durch eine Kombination aus extrem hohen Temperaturen, niedriger Luftfeuchtigkeit und starken Winden angefacht, die ideale Bedingungen für die schnelle Ausbreitung der Flammen schufen. Drohnenaufnahmen haben die Folgen des Ereignisses festgehalten. Autos, Häuser und mehrere Dörfer wurden vollständig vernichtet. Die Geschwindigkeit und Intensität der Brände machte es den Behörden auch schwer, die Bewohner rechtzeitig zu evakuieren und das Ausmaß der Verwüstung war enorm. Tausende von Hektar Wald, Ackerland und Wohngebiete wurden zerstört und hinterließen eine Landschaft aus verbrannten Bäumen und Asche. Nummer 6. San Mengxia ist eine alte unterirdische Höhlenstadt in China, die im nördlichen Teil der Provinz Henan liegt. Die Stadt wurde während der nördlichen Wei-Dynastie erbaut und diente während der Sui- und Tang-Dynastien als militärische Festung. Die Stadt besteht aus einem Netzwerk von unterirdischen Tunneln und Kammern, die in den Boden gegraben sind. Es wird geschätzt, dass die Stadt bis zu 10.000 Menschen beherbergen konnte. Diese Drohne zeigt eine Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern, die in Form eines Adlers gebaut wurde. Eines der interessantesten Merkmale von San Mengxia sind die Verteidigungsmaßnahmen, die in das Design der Stadt eingebaut wurden.
Die Stadt verfügt zum Beispiel über eine Reihe von Fallen und Geheimgängen, die Eindringlinge abwehren sollen. Es gibt einen großen Stein, der über einem der Stadttore hängt, als Beispiel. Wenn eine feindliche Armee versucht, in die Stadt einzudringen, fällt der Stein herunter, zerquetscht die Armee und blockiert schließlich den Eingang. Nummer 5. Ein blinder Mann namens Richard aus Connecticut wurde von der Polizei mithilfe einer Drohne geortet, nachdem er sich nachts bei eisigen Temperaturen im Wald verirrt hatte. Der 62-jährige Mann wurde an einem Samstagmorgen von seinem Bruder als vermisst gemeldet, nachdem die Familie ihn nicht erreichen konnte. Nachbarn bestätigten, dass er seit Freitag um 10 Uhr morgens nicht mehr gesehen worden war, woraufhin die Polizei von Enfield sein Verschwinden untersuchte. Nachdem die Polizei sein früheres Verhalten untersucht hatte, kam sie zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich desorientiert war und von zu Hause weggelaufen ist. Da die Polizei befürchtete, dass er unterkühlt sein könnte, zog sie für die Suche einen Drohnenpiloten hinzu. Nach einer 30-minütigen Suche wurde der Mann nur 100 Meter tief im Wald versteckt gefunden. Die Drohnenaufnahmen zeigten, wie das Rettungsteam eine Trage durch den Wald zu der Stelle bringt, an der er versteckt war. Zum Glück konnte er schnell gerettet werden und wir hoffen, dass es ihm jetzt gut geht. Nummer 4. Kuwait kämpft mit dem größten Reifenfriedhof der Welt, der sich in den letzten 2 Jahrzehnten in der Gegend von Ariya angesammelt hat. Auf dem Friedhof liegen 50 Millionen Reifen, die eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit darstellen. In den letzten Jahren sind auf den Reifendeponien mehrere Brände ausgebrochen, die zu einer starken Verschmutzung und zu Gesundheitsproblemen in den umliegenden Gemeinden geführt haben. Die kuwaitische Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um die Reifen loszuwerden. Unter anderem wurden 5 Millionen Altreifen exportiert und 5 Fabriken errichtet, die diese Reifen zerschneiden, recyceln und exportieren sollen. Die Behörden haben außerdem ein 2 Millionen Quadratmeter großes Gebiet in Salmi für die Errichtung von Reifenrecyclingfabriken bereitgestellt. Experten kritisieren jedoch, dass die Bemühungen der Regierung nicht ausreichen, um das Problem der riesigen Menge an Reifen zu lösen. Im August 2021 wurde auf einem Drohnenvideo Tausende von brennenden Reifen eingefangen. Das Feuer erzeugte eine dicke schwarze Rauchwolke, die weithin sichtbar war und die Anwohner wegen möglicher Gesundheitsrisiken alarmierte. Die Feuerwehrleute arbeiteten eifrig daran, das Feuer von den restlichen Reifen zu isolieren und es auf eine Fläche von 200 Quadratmetern einzudämmen. Nummer 3. Das Kapilikaya-Felsengrab ist eine antike Grabstätte in Kirkdilim, etwa 27 Kilometer nördlich von Çorum in der Türkei. Das Grab stammt aus der hellenistischen Zeit und wurde vermutlich im 2. Jahrhundert vor Christus erbaut. Es ist in ein felsiges und steiles Gelände gehauen, das durch Risse in den von einem Fluss geschaffenen Graben gebildet wurde. Das Grab hat eine kubische Form und die Inschrift Iketios befindet sich an der Tür des Grabes. Der Ursprung und die Bedeutung dieses Wortes sind jedoch immer noch ein Rätsel. Um dieses Berggrab zu besuchen, braucht man Abenteuerlust, denn es befindet sich an einem fast unzugänglichen Ort. Drohnenaufnahmen vom Kapilikaya-Felsengrab zeigen jedoch, wie unwirklich es tatsächlich aussieht. Das Video zeigt die Schönheit und die beeindruckende Architektur des Grabes aus der Luftperspektive. Es bietet außerdem einen einzigartigen Blick auf das Grab, der vom Boden aus nicht leicht zugänglich ist und hebt die komplizierten Details der Grabkonstruktion und die umgebende Landschaft hervor. Ob du es glaubst oder nicht, das Kapilikaya-Felsengrab wurde 1996 zufällig von einem Hirten entdeckt, der beim Weiden seiner Schafe über das Grab stolperte. Nummer 2. Das mexikanische Verteidigungsministerium gab vor einiger Zeit bekannt, dass Soldaten eine riesige Marihuana-Plantage entdeckt haben. Diese Plantage war fast 120 Hektar groß und befand sich in der Wüste von Baja California. Es soll sich um die größte bekannte Plantage in Mexiko handeln, viermal größer als das zweitgrößte Feld, das 1984 im nördlichen Bundesstaat Chihuahua entdeckt wurde. Die Pflanzen waren unter schwarzen Tüchern geschützt und wurden durch ein modernes Bewässerungssystem unterstützt. Einige der Pflanzen waren mehrere Meter hoch und es gab auch hölzerne Nebengebäude, wahrscheinlich für Hausmeister. Normalerweise werden diese Felder von Soldaten zerstört, die die Pflanzen abholzen und verbrennen, aber diese Entdeckung war unglaublich. Das deutet darauf hin, dass Marihuana für die mexikanischen Kartelle immer noch ein wichtiger Handelszweig ist, auch wenn unklar ist, wie viel von ihren Einnahmen aus dieser Quelle stammen. Der Fund wurde allerdings nicht mit einer Drohne gemacht, sondern von Soldaten auf Patrouille entdeckt. Dennoch hatte das Militär, das die Plantage untersuchte, zerstörte Drohnen dabei. Und du kannst sehen, wie groß und weitläufig die Plantage war. Dies geschah im Jahr 2015, demselben Jahr, in dem Tunnel zwischen den USA und Mexiko gefunden wurden, die dem berüchtigten Kartellführer El Chapo zugeschrieben werden. Nummer 1. Einschlagskrater gibt es auf allen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem, von kleinen Asteroiden bis zu großen Planeten wie der Erde. Der Beringer-Krater befindet sich in der Nähe der Stadt Winslow an der Route 66 in Arizona in den Vereinigten Staaten.
Er ist der erste Krater, der nachweislich durch einen außerirdischen Einschlag entstanden ist und hat einen Durchmesser von etwa 1 Kilometer. Der Krater ist relativ jung und wird auf ein Alter von etwa 50.000 Jahren geschätzt. Trotz seines relativ jungen Alters ist der Krater seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt. Drohnenaufnahmen haben die immense Größe des Kraters eingefangen und ermöglichen es uns, ihn aus der Nähe zu betrachten. Es gab jedoch eine Debatte darüber, ob der Krater durch einen Einschlag verursacht wurde oder mit dem nahegelegenen Vulkangebiet zusammenhing. Erst in den 1960er Jahren, als man in den Gesteinen Hochdruckformen von Quarz und in der Nähe gefundene Meteoritenfragmente entdeckte, konnten die Wissenschaftler den Krater als von außerhalb der Erde stammend identifizieren. Neben seiner wissenschaftlichen Bedeutung wurde dieser Krater auch in zahlreichen Filmen und Fernsehserien gezeigt, darunter Star Trek, The Next Generation und Akte X. Du kannst das Gebiet auch besuchen, denn es ist zu einer beliebten Touristenattraktion geworden und hat sogar ein Besucherzentrum, das über die Entstehung und wissenschaftliche Bedeutung des Kraters informiert. Würdest du auch gerne mal eine Drohne fliegen? Und was würdest du dabei filmen wollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.